Ich heiße euch herzlich willkommen zurück hier im Fushimi-Distrikt bei Ryuga Gotoku Ishin. Es ist immer noch der Abend vor dem großen Tag, dem ersten Arbeitstag Ryomas bei der Shinsengumi als Kapitän des dritten Korps. Und weil die Arbeit ruft, werde ich zunächst versuchen, noch einmal zurückzukehren zu meinem Aussteigerlandleben, das wir beim letzten Mal ziemlich unvermittelt kennengelernt haben. Denn nicht nur wurden uns zu Beginn des vierten Kapitels hier eine Masse an Charakteren vorgestellt, nämlich die ganze Führungsriege der Shinsengumi, die mit Personen vor allem aus Yakuza 5 besetzt ist, sondern gab es danach auch noch ein überraschendes weiteres Element, mit dem wir bekannt gemacht worden sind. Denn uns ist in Form eines Waisenmädchens mit großer Schuldenlast Haruka begegnet, mit der wir nun in eine Art Bauern-WG auf dem Land gezogen sind. Und das möchte ich mir jetzt als allererstes noch einmal anschauen, ob ich da direkt wieder hin kann, um mit meinem Bio-Bauernhof-Biz durchzustarten. Dazu muss ich mit dem Kerl hier sprechen. Er fragt mich, ob er mich zurückfahren soll zu meinem Landsitz, und das soll er in der Tat. Das heißt, ich kann mir wirklich nochmal genauer ansehen, was es mit Another Life auf sich hat. Haruka ist froh, dass ich zurückkomme. Das hat schon ein paar Pluspunkte bei ihr bewirkt. Die Kübel sind auch wieder gefüllt mit Regenwürmern, die nicht mehr in mein Inventar passen. Ja, ist gut. Und auch der Rettich ist nachgewachsen. Also muss ich erstmal ernten. Das scheint ein bisschen zufällig zu sein, ob jetzt eine große Ernte, eine mittlere Ernte oder eine normale Ernte erfolgt. Je nachdem, was passiert, desto mehr Rettiche ernte ich jetzt hier. Währenddessen kümmert sich Haruka um die Hausarbeit und wäscht Wäsche. Ich gucke mir mal hier das Menü an. Oh, hier kann ich auch alles auf einmal ernten, aber das habe ich ja jetzt schon gemacht. Und hier ganz unten kann ich den Acker auch wieder komplett frei machen, dass ich da selber Sachen anpflanzen kann. Da wird auch angezeigt, wie viel Platz die wegnehmen. Entweder 1x2, ich schätze mal, das sind die Vollfelder. Ja genau, 2x3 sind die Gurken. Dann könnte ich noch mal ein paar Möhren anpflanzen und hier unten etwas Spinat. Ja, und damit ist die ganze Ackerfläche ausgeschöpft. Ich glaube, hier am Schrein kann ich den eventuell dann auch noch ein bisschen erweitern. Mein Gemüsebeet. Schauen wir mal rein. Das erste ist wie immer alles, was man hier bekommen kann. Etwas für die Küche. Dann mehr Erfolg beim Kochen, eine Hundehütte, etwas für die Katze und so weiter. Aber es gibt das auch sortiert nach Abteilung. Und das dritte hier ist der Garten. Hier kann ich einmal die Größe verändern. Und dann gibt es hier auch noch Gartenlevel. Das beeinflusst wohl die Geschwindigkeit und die Ertragsrate bei der Ernte. Ja, und damit ist mein Geld auch schon wieder ausgegeben, wie es aussieht. Ja, ich glaube, ich spare auch erstmal ein paar von meinen Erfahrungspunkten. Ist direkt doppelt so groß geworden, der Garten. Sehr praktisch, dann pflanze ich doch gleich noch ein bisschen mehr. Wie wäre es also mit Kartoffeln? Die sind nur ein Feld groß. Dann nochmal Möhre und einfach nochmal die Gurken. Das ist auch ein bisschen symmetrisches. Ja, hier draußen hätte ich sonst, glaube ich, alles. Dann schauen wir mal rein in die gute Stube. Vielleicht kann ich ja schon was kochen oder so. Hier bei der Küche. Ja, er fragt mich, ob ich kochen möchte. Ich kann mir auch die Erklärung angucken, aber ich probiere es einfach mal. Vielleicht gibt es ja ein Rezept mit Rettich. Oh ja, tatsächlich. Das ist Reis mit Rettich drin, denn ich habe sehr viel Rettich geerntet. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die uns aber meistens noch nicht bekannt sind. Als allererste wären so selbstgemachte Pickles, aber dafür fehlen uns die Gurken. Die sind noch am Wachsen. Also fange ich einfach mal an. Ja, ich habe fleißig geerntet beim letzten Mal. 36 Rettiche hätte ich. Ich brauche nur 2 für das Rezept.
Ah, okay. Das verstehe ich. Das ist selbsterklärend, was hier passieren muss. Im richtigen Moment den richtigen Knopf drücken. Nochmal das Ganze. Oh, aber jetzt mit Kreuz. Hervorragend. Das ist ein fachmännisch geschnittener Rettich. Jetzt das Feuer am Laufen halten. Dafür auf Kreis hämmern. Okay. Ja, okay. Easy. Haruka probiert. Wie ist das? Oh, das war wirklich sehr lecker, Onkel. Da will ich nachnehmen und weiter nachnehmen. Okay. Von besonderer Qualität erhalten. Und der passt wieder nicht ins Inventar. Dann schmeißen wir mal wieder was raus. Zum Beispiel Yomogi Mandu. Oh, Onkel, schau mal, das Schneidebrett ist ja zerteilt. Was? Oh, da kann man nichts machen. Ich muss es gegen ein neues austauschen. Oh, Entschuldigung, ich habe wohl mit etwas zu viel Elan geschnitten. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand ein Schneidebrett mit einem Küchenmesser zerteilen könnte. Ja, echt ein bisschen überkompensiert. Zerteiltes Schneidebrett erhalten, das ist sicherlich ein super praktischer Gegenstand. Was gibt es hier noch? Hier hinten war das Bad. Kann ich da einfach rein? Ich kann zumindest mich dazu entscheiden. Probieren wir es mal aus. Ob denn irgendwas passiert. Erinnert jetzt mit dem Dampf an das Badehaus von der großartigen Episode, wo wir gegen Saigo gekämpft haben. Ah, er fühlt sich gestärkt und entspannt durch das Bad. Dadurch kann man also seine Energie wieder aufladen. Was gibt's hier noch? Hier ist dieser Ort an der Feuerstelle. Da kann man sich auch kurz erholen. Ah, okay. Hier hätte sich dann auch die Lebensenergie wieder aufgeladen, aber jetzt nicht mehr. Dann schaue ich mir auch nochmal dieses Bestellungsregister an. Vielleicht kann ich ja auch was verkaufen. Ja, sie hat also die Bestellungen aufgenommen, die so reingekommen sind. Hier könnte ich zum Beispiel Rettich verkaufen. 5 Stück sind gefragt. Ich habe genug. Dann Möhren habe ich noch nicht. Das hier ist einfach irgendwelche Felderzeugnisse. 5 verschiedene. Da kann ich so eine Art bunte Tüte zusammenstellen. Hier zum Beispiel Süßkartoffeln, Rettich. Wovon habe ich noch mehr? Ja, hier von den Kastanien. Und noch eine zweite Süßkartoffel, das ist auch gut. Außerdem kann ich mein Gericht verkaufen. Vielleicht gibt es dann ja etwas mehr Geld, wenn er besonders gut ist oder mehr Erfahrungspunkte oder so. Das kann ich dann bestätigen. Und sie kann jetzt noch entweder warten oder direkt losgehen, um die Lieferung auszuführen. Also nimmt sie sich die Kiepe und macht sich langsam und gemächlich auf den Weg. Cool. Das ist ganz nett. Kleine Mini-Economy. Wer braucht schon Stardew Valley? So, sie hat alle Handel-Aktionen ausgeführt. Wir haben Geld bekommen und Punkte. Erfahrungspunkte gibt es auch immer. Außerdem wächst die Nähe zu Haruka. Gut. Ich denke, das ist hier so der generelle Ablauf. Dann haben wir das mal gesehen. Ich werde bei Zeiten einfach mal reinschauen und mich hier entspannen. Aber erstmal geht es jetzt wieder zurück in die Stadt. Obwohl, das hier kann ich schon ernten. Ui, poppt es einfach auf. Wenn das nur in echt auch so einfach wäre. Mir sind dieses Jahr alle meine Dinge, die ich angepflanzt habe, auf dem Balkon eingegangen. Weil es dann auf einmal viel zu viel geregnet hatte und ich die nicht mehr hin und her bewegen konnte, die Bohnen, die ich angebaut hatte. Aber hier die Gurken lassen sich direkt ernten. Sonst, ah doch, das ist auch fertig, die Karotten. Ja, sehr schön. Dann muss ich natürlich
Ach nee, ich muss nichts Neues anpflanzen, wenn es einfach so bleiben soll. Also könnte ich es auch so lassen oder ich wechsle das, was ich anpflanze. Das könnte ich auch tun, aber ich warte einfach. Beim nächsten Mal, wenn ich wiederkomme, ist wahrscheinlich alles gar, ist alles erntereif und dann kann ich danach das Feld neu bestellen. Vielleicht kann ich dann auch ein paar mehr Sachen pflanzen. So, wo gehen wir dann hin? Wir müssten jetzt erstmal ins Tedadaya hin. Oh, hier ist wieder so einer. Machen wir das vielleicht zuerst und gucken, wo uns dann die Story hinführt. Und wenn sie uns nirgendwo hinführt, können wir auch noch ein bisschen rumschauen. Wie immer, vielen Dank für Ihren Besuch. Oh, wenn das nicht unser Kapitän des dritten Kurses ist. Du bist viel früher zurück, als ich es erwartet hätte. Ja, heute ging es eher nur darum, dass ich mich vorstelle. Also ist es fix? Du wirst der Shinsengumi wirklich beitreten? Und dazu noch als Kapitän? Ja. Du musst dich also nicht mehr zu sehr um dein Geld bangen. Was soll das denn heißen? Es gibt nicht wenige, die mir davon gestorben sind, bevor sie ihre Schuld beglichen haben. Ich bin beruhigt, wenn ich mein Geld auf der Hand habe. Knauserig wie eh und je. Was hast du da? Das ist mein Haori. Ab morgen muss ich den tragen. Oh, der hellblaue? Dann bessere ich den besser noch ein bisschen aus. Gib her. Danke. Ah, kein Ding. Ich setze es natürlich auf deine Rechnung. Oryo! Ja? Was ist, Frau Wirtin? Ab morgen muss Hajime hier diesen Haori tragen. Kannst du die Nähte vielleicht ein bisschen überprüfen? Oryo? Nein. Nein? Oryo, was ist denn? Ich werde nicht die Kleidung eines Mörders ausbessern. Hui. Ein Mörder? Das ist doch von Hajime. Das ist mir egal. Er ist auch nichts anderes als ein Mörder. Oryo. Und Mörder. Verabscheue ich. Ah, das war keine gute Idee. Was ist mit dir los? Weißt du, ihr Vater wurde von einem Beamten des Bakufu umgebracht. Ach was, echt? Er war wohl Anhänger einer Royalistentruppe. Deswegen ist sie sehr empfindlich, was das angeht. Besonders, wenn einer, auf den sie ihr Auge geworfen hat, sich anschickt, da mitzumachen. Ist es schwer für sie zu ertragen? Ihr Auge geworfen? Oryo, auf mich? Was? Ist dir das nicht aufgefallen? Oh, Männer sind auch wirklich solche Feingeister. Oryo ist über beide Ohren verknallt, dass es eine Last ist. Das sieht man ihr doch wirklich an. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Du bist echt ein Holzkopf. Also, such bitte Oryo, okay? Es ist die Pflicht eines Mannes, der Frau nachzulaufen, deren Tränen er verantwortet. Na, vielleicht. Aber wo kann sie denn sein? Ich schätze am Kamogawa. Wenn sie allein sein will, dann ist sie oft dort und betrachtet den Fluss. Na, Kamogawa. Okay, ich schau nach ihr. Ja, das ist eine Überraschung, dass sie das so direkt ihm sagt. Aber später hat Sakamoto Ryoma, also jetzt wieder der Historische, auch mal eine Frau genommen und die hieß Oryo. Und was ist mit ihm hier? Oh, das ist nicht gut. Welcher ist es nur? Hey, was ist denn los? Oh, Entschuldigung. Ich bin auf der Suche nach der Hauptstraße des Fushimi-Distrikts. Ach so, in dem Fall einfach da lang. Wenn du im Tedadaya geradeaus vorbeigehst, dann rechts. Kommst du direkt dahin. Was? So nah bei war's? Vielen Dank, liebenswerter Herr Samurai. Bis denn. Und weg ist er, der Frosch. Substory 54, der Kurier ohne Richtungssinn.
Jetzt habe ich einem Kurier den Weg erklärt. Naja, ist ja in der Nähe, er wird sicher finden. Davon gehe ich angesichts des Titels der Substory mal aus. Das wird sicherlich kein Problem sein. Und was ist hier? Hier kann ich noch etwas aufsammeln. Mit Sicherheit ein Los. Und dann auch mit dieser Frau sprechen, wie es ausschaut. Ja. Ach, was soll ich nur tun? Die Frau. Hat sie etwa vor, mit dem Schiff in die Mukurogai zu fahren? Das ist gefährlich. Ich sollte sie besser warnen. Was mache ich nur? Soll ich gehen oder nicht? Hallo, was ist denn los? Die Mukurogai ist kein Ort, an den sich eine Frau allein begeben sollte. Oh? Ja, das stimmt schon. Aber ich habe meine Gründe, dass ich da unbedingt hin muss. Gründe? Ja, ich möchte unbedingt Duftwasser haben. Duftwasser? Was ist das denn? Das ist gerade der letzte Schrei am Hafen. Wasser mit einem Duft versehen, dass man sich auf die Haut tut. Dann laufen einem die Männer nach. Das klingt ja nach einem Liebestrank. Duftwasser. Was es nicht alles gibt. Ja, ich komme bei den Männern einfach nicht an. Daher will ich unbedingt dieses Wasser haben. Aber es ist in der Mukurogai. Man erhält es wohl nur dort, bei einem Schwarzhändler. Ja gut. Und daher willst du also jetzt dahin, ja? Genau. Aber ich habe etwas Angst. Ich will das Duftwasser ja um jeden Preis. Jetzt versuche ich nur noch den notwendigen Mut aufzubringen. Als Frau allein dahin zu gehen, käme Selbstmord gleich. Wenn ich nichts unternehme, wird sie es aber auf jeden Fall tun. Soll ich das vielleicht besser für sie kaufen, das Duftwasser? Also gut, machen wir das. Oder sagen zumindest zu. Okay, ich werde an deiner Stelle in die Mukurogai gehen. Die Geschichte hat nämlich auch mein Interesse etwas geweckt. Das würdest du tun? Ja, überlass es mir. Vielen, vielen Dank. Der Mann, der es verkauft, soll irgendwo in der Mukurogai sein. Nimm das hier, um zu bezahlen. Man muss das im Voraus tun. 3 Ryo erhalten? Ich denke, das wird wahrscheinlich reichen. Wenn was überbleibt, dann behalte es einfach als Dankeschön. Okay, danke. Nein, danke dir. Viel Glück. Substory 47, Duftwasser. 3 Ryo ist ja auch nicht ohne. Und ich bin weg damit. Nehm noch ein bisschen Metallstaub mit. Aber ich möchte natürlich schon helfen, wenn sie so einsam ist, dass sie derartig viel Geld investiert, um endlich mal einen Mann zu angeln. Und ich schaue jetzt auch nochmal hier im Dojo, ob ich was Neues lernen kann. Ich glaube, ich musste nur 1 oder 3 Kämpfe absolvieren, die ich jetzt auf jeden Fall erledigt habe. Ja, es geht weiter. Das mit den Weisheiten überspringe ich einfach mal. Ich hoffe, keiner ist böse. Was gibt es diesmal? Während man L1 gedrückt hat, Dreieck, um eine Konterattacke auszuführen. Ja, okay. Dann musst du mich nur attackieren. Das sieht aus, als würde er Backpfeifen mit der Handaußenfläche verteilen. Ein wirklich wüster Angriff. Ja, das wäre das. Wieder was freigeschaltet zum Leveln. Aber jetzt erstmal wieder ein bisschen kämpfen, bevor ich wieder was tun kann. Und zwar 3-mal. Ja, aufleveln ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Das wäre auch mal wieder angesagt. Was kann ich zuerst im waffenlosen Kampf tun? Hier gibt es einmal mehr Durchschlagkraft Level 2. Danach käme mehr Schaden auf umstehende Feinde durch Wurfattacken und starke Attacken. Oder ein Heat-Move, wenn man saure Speisen im Inventar hat. Interessant. Nehme ich den mal zuerst, dann brauche ich wahrscheinlich so eine saure Pflaume oder so. Okay, im Schwertkampf habe ich gar keine Orbs. Hier käme als nächstes ein Buff durch Essen. Oder auch mehr Schaden und Heat Level 2. Das gibt es dann demnächst mal, wenn ich neue Orbs freigeschaltet habe. Beim Schusswaffenstil ist noch ganz wenig da. Daher nehme ich auch ohne Orbs mal was. Level 3 an Durchschlagkraft. Und beim wilden Stil habe ich eine Murmel und kann mir auch
mehr Durchschlagkraft kaufen. Level 2. Okay. Gut. Hört mir das auch mal wieder. Alle paar Videos werde ich einfach mal ein bisschen was leveln, damit ich das nicht die ganze Zeit mache, immer wenn ich einen neuen Orb erhalten habe. Das werde ich so ähnlich handhaben wie bei Yakuza 6. Ich habe mal ein bisschen gelesen, wie viel eigentlich so ein Ryu wert ist, was das jetzt umgerechnet wäre. Und habe aber noch nicht so ein richtig abschließendes Ergebnis gefunden. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ich werde mir noch ein paar mehr Meinungen anschauen und dann entweder mal das in einer ruhigen Minute erzählen, was ich herausgefunden habe, oder vielleicht auch ein kleines Extra-Video dazu machen. Je nachdem, wie das Ergebnis dann ausfällt. Weil das ist wirklich, finde ich, ganz interessant, wie sich die Wissenschaft dann solche Zahlen besorgt. Das ist ja gar nicht so einfach, da das Geld zu dieser Zeit ja auch nicht unbedingt überall gleich viel wert war. Vielleicht war man in einer Stadt mit einem Leo für ein halbes Jahr versorgt und an einem anderen Ort konnte man sich dafür gerade mal eine Blume kaufen oder so. Ganz so extrem war es wahrscheinlich nicht, aber es waren schon sehr große regionale Unterschiede, glaube ich, was es dann sehr schwer macht zu beurteilen, was ein Ryu wirklich war. Mich hat das vor allen Dingen interessiert, weil es ja 100 Ryu sind, die Haruka in der Schuld steht. Und ich möchte ein bisschen mehr ein Gefühl dafür haben, was das ist. Aber es ist jetzt ja auch innerhalb der Spiele nicht immer unbedingt einheitlich. Bei Yakuza Zero hatten wir das Problem ja auch, dass 100, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl war, irgendwie 100 Millionen Yen oder so für Kiryu von Tachibana bezahlt wurden. Aber gleichzeitig habe ich Unsummen als Majima durch dieses Kyaba Club Minigame verdient, was das dann alles ein bisschen lächerlich gemacht hat, fand ich. Immer die unterschiedlichen Realitäten, in denen ein Spiel der Reihe so stattfindet. Ein Schuss zum Abschluss. Warum nicht? Ich bekomme eine neue Schraube und weiter geht's. Ich laufe einfach hier hinten rum, denn man kann, glaube ich, auch über die Brücke in die Mukurogai kommen. Wenn ich nichts anderes auf dem Weg finde, werde ich einfach mal nach dem Duftwasser Ausschau halten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Oryo auf der Brücke zum Kamogawa dabei Shijo zu finden ist. Natürlich gibt es ja auch einen Marker, der zeigt nur so ungefähr in die Richtung. Ei. Ja, man muss immer auf Distanz gehen in diesen Schießereien. Das gelingt mir hervorragend, wie man sieht. Das war gut ausgewichen. So habe ich es geplant. Ui, da ist ja noch einer. Lasst mich alle, damit ich euch ins Visier nehmen kann. Schön reingelaufen. Ich dachte, vielleicht gibt es schon mal einen Heat-Move, wenn ich angreife, aber das ist noch nicht der Fall. Irgendwann wird sicherlich was freigeschaltet. Schalte ich mal um auf den wilden Stil, auf den gemischten Stil. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen üben. Ja, das habe ich gelernt. Und es ist herzlich ineffektiv, wenn man nicht so viel Heat hat. So. Toll, wie ihr mir immer wieder den Wind aus den Segeln nehmt. Liebe Gegner. Vielen Dank dafür. Level up. Noch ein kaputtes Zahnrad. Das wollte ich unbedingt haben. Hier wäre wieder... Oh, hier ist irgendwas. Hier in der Nähe wäre ja auch dieser Schusswaffen-Dojo. Deswegen wollte ich hier eigentlich gerade nochmal vorbeilaufen. Hey, pass doch auf! Was macht ihr denn? Na, ist irgendwas vorgefallen. Geht das jetzt los mit den Pistolen also? Offensichtlich. Oh, Entschuldigung. Hat irgendjemand was gesehen? Oh nein, er hat uns bemerkt. Ah, das gibt's doch nicht. Oh Mann.
Es scheint, als käme ich gerade ungelegen. Er hat uns ertappt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn zur Geheimhaltung zu verpflichten. Ich bin kein Gesetzeshüter. Mir ist ganz egal, was ihr da treibt oder was ihr da versteckt. Lasst mich einfach durch. Das geht nicht. Unsere Anweisungen sind eindeutig. In diesem Fall... Hey, was macht ihr denn da? Wieder ein Ausländer. Oh, Boss. Tut mir leid. Er hat unsere Knarren gesehen. Ich erlaube mir einen Schnitzer nach dem anderen. Vergib mir, Boss. Ach was, jeder macht mal einen Fehler. Aber dennoch so einen Aufstand zu machen, das ist eher ungünstig. Ich habe euch gesagt, ihr sollt unter Geheimhaltung agieren. Transportiert das unauffällig. Habe ich doch gesagt, oder? Ja, das hast du. Es tut uns leid. Aber jetzt seid ihr aufgeflogen. Da ist nichts zu machen. Bringt erstmal die Ware ins Versteck. Ich schnack so lang mit dem da. Ja, gut. Okay. Die sind ja süß, seine Angestellten. Komisch, dass er das Sagen hat, obwohl er ein Westländer ist. Na gut, okay. Nun denn, entschuldige. Aber nachdem du jetzt einen Blick auf unser Angebot riskiert hast, kann ich dich nicht einfach abflitzen lassen. Was schwebt dir vor? Guck doch nicht gleich so böse. Ich habe ja auch nicht vor, dir was anzutun. Ich bin ein Geschäftsmann. Wie wär's mit dem Handel? Ich erklär's dir genau in unserem Versteck. Also hopp ab, mir nach. Wenn seine Ware Pistolen sind, ist er wohl ein Waffenhändler. Den sollte ich mir besser nicht zum Feind machen. Na gut, ich komme ja schon. So, ich wollte ja eh reingehen. Jetzt muss ich es. Von hier aus arbeite ich. Wie du siehst, bin ich im verdeckten Waffengeschäft. Aber ich habe mich auch noch gar nicht vorgestellt. Bradley, William Bradley. Mit wem habe ich die Ehre? Warum müssen wir einander vorstellen? Na, um miteinander ins Geschäft zu kommen, bedarf es Vertrauen. Wie soll das gehen, wenn man sich nicht mal bei Namen kennt? Wenn du nicht sagen magst, meinetwegen. Aber unser Informationsnetz ist groß. Ich kann das im Nu rausfinden. Okay, ich bin Saito Hajime. Saito Hajime. So. Hey, überprüf die mal in unserem Register. Jawohl. Das freut mich, Hajime. Dann wollen wir mal ins Geschäft kommen. Die Bedingung, die ich daran stelle, ist, dass du alles, was du gesehen hast, schnell wieder vergisst, Hajime. Natürlich könnte ich Schweigegeld fließen lassen. Aber mehr noch bin ich ein Freund von einem ehrlichen Handel. Wie meint er das? Was? Die Schusswaffen, die ich hier anbiete, sind einzigartig in ganz Japan. Neueste Generation. Ich verstehe. Wenn du mir welche gibst, dann hänge ich mit drin, oder was meinst du? Und wenn du mir stattdessen aber Geld gibst, würdest du Gefahr laufen, dass ich es trotzdem jemandem erzähle. Gibst du mir aber Waffen, kann ich es niemandem erzählen. Yes. Oh, ich merke, du bist ein kluger Bursche, Hajime. Wenn du das begriffen hast, sehr gut. Aber ich habe von Anfang an gesagt, dass es mir egal ist. Und obendrein, das hast du vielleicht nicht erwartet, aber ich habe schon eine Pistole. Oh, du bist ein Revolverheld? Dann ist ja klar, warum wir uns so gut verstehen. Nein, ich habe nicht vor, mit dir zu handeln. Und ich habe auch nicht vor, jemanden in deine Geheimnisse einzuweihen. Kann ich also einfach gehen? Das ist aber schade. Boss! Oho. So, interessant. Was soll das? Lassen wir erstmal das mit dem Geheimnis und so weiter. Ich hätte noch einen anderen Handel im Ärmel. Yes. Einen anderen? Saito Hajime. Schon lange Zeit residierst du also im Tedaraya Inn. Und außerdem bist du ein dufter Schwertkämpfer. Ah. Und die Shinsengumi. Sachan, das ist ein dickes Ding. Was? Du hast mich ausspioniert? Ach, nimm's mir doch nicht übel. Über jeden, den ich hier reinlasse, holen wir gründliche Erkundigungen ein. Versteh's wie eine Begrüßung oder Handelspartnern. Nun ja, aber selbst trotz meines weiten Informationsnetzes
gibt es eine Information, die mir immer noch abträglich ist. Sag mal, hast du schon mal von der Udayama-Firma gehört? Udayama Shachu? Nee, noch nie. Was habe ich mir gedacht? Die Sache ist, dass ein Freund von mir, der wie mein Bruder war, von diesen Udayama-Kerlen um die Ecke gebracht wurde. Ich betreibe also meine Geschäfte, gleichzeitig versuche ich aber auch, mein Informationsnetz auszubauen, um mich zu rächen. Das bin ich meinem Bruderfreund einfach schuldig. Er hat mich so gut behandelt, obwohl ich aus einem anderen Land bin. Als er also an jenem Tag vor meinen Augen umgebracht wurde... Vielleicht hörst du ja was, Hajime. Durch die Shinsengumi oder die Shishi im Tedaraya, die ja da ein- und ausgehen. Also bitte, wenn du was hörst, dann bericht es mir, ja? Ich zahle natürlich auch dafür. Entweder mit Waffen oder mit Geld. Ich gebe dir, was ich hab. Auch mir wurde vor meinen Augen jemand genommen, der mir viel bedeutet hat. Ich kann dich also gut verstehen. Aber mir ist nicht danach, Geld zu machen. Wenn ich das wollte, dann hätte ich einen anderen Lebensweg gewählt. Ja, das ist so eine Sache. Es tut mir leid, wir haben mitgehört. Wir bitten dich auch, die Bitte unseres Chefs ernst zu nehmen. Das hier ist kein einfaches Umfeld für ihn. Aber er sorgt für unseren Lohn und für unser Wohl. Also bitte, ich bürge auch für ihn. Wenn es aus meinem Mund vielleicht mehr wert ist, Saito. Die sind ja süß. Wir können nichts tun, als die Lieferung für unseren Boss zu tragen und jetzt hier vor dir unsere Häupter zu senken. Bitte. Jetzt mal ganz langsam, beruhigt euch doch. Nee, ich hab schon verstanden. Ich bin auch kein Unmensch, dass ich so einer ehrlich vorgebrachten Bitte keine Achtung entgegenbringen würde. Aber ich habe selber wichtige Dinge zu erledigen. Ich kann daher nicht all meine Zeit für euch aufwenden. Ich helfe jedoch in dem Maß, wie es mir möglich ist. Danke. Danke, Saito. Vielen Dank. Wenn du nun auch ein Freund vom Boss bist, musst du dir von ihm seine großartigen Kampftechniken zeigen lassen. Ja, das stimmt. Das ist mal eine gute Idee. Hajime, du meintest, du benutzt gern Schusswaffen. Aber in welchem Maße meisterst du sie wirklich? In welchem Maße? Naja, ich lade sie durch und drücke ab. No. Nein, 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 nein. Die Welt der Schusswaffen ist ein deutlich tieferer Tümpel. Damit sich meine Leute hier verteidigen können, habe ich ihnen Pistolen gegeben und sie zusätzlich in meinen alten Techniken geschult. Alte Techniken? Ganz genau. Es geht nicht nur um einfache Zielübungen. Das ist ein viel weiteres Feld. Willst du es nicht mal selbst ausprobieren? Ja, wir treten gegen dich an. Wir helfen unserem neuen Freund. Ja, tritt mal vielleicht gegen 5 auf einmal an. Also gegen 5 meiner Männer. Okay. Es geht nicht nur um Zielen und Schießen, sondern es gibt mehr. Gut, meinetwegen. Sehr gern. Okay, dann ready und go. Seltsam, wie sich das hier als alles entwickelt hat. Frag mich, ob diese Udayama-Geschichte dann wirklich nochmal wichtig wird oder ob es da nochmal eine eigene Nummer an Substories zu gibt. Jetzt soll ich erstmal mit R2 einen Spezialschuss, bei dem man alle möglichen Feinde anvisiert, machen. Ah, zielt man dann so, okay. Erinnert mich ein bisschen an Red Dead Redemption. Jetzt nur noch alle besiegen und dann mal sehen, ob ich noch was anderes von dem lernen kann. Na, wenn die alle keine Waffen haben, ist das relativ easy. Okay, die schießen. Dann ist es doch nicht ganz so einfach. Ich dachte, die hätten alle leere Hände erst. Okay. Wie war das? Great. Great war's. Great, Mann. Na? Nicht nur einfaches Geballer, was? Ja. Auch die Pistole scheint mir vielschichtig wie ein Schwert zu sein. Ja. Solltest du wieder bei uns reingucken, dann bringe ich dir ein paar neue Kniffe bei. Und wir helfen auch mit. Bitte hilf du dafür unserem Boss ein bisschen bei seiner Suche. Die sind echt sehr, sehr loyal. Okay, wenn ich was herausfinde, kontaktiere ich euch. Hab vielen Dank. Du kannst dir gern ein- und ausgehen, wie du magst. Ah, genau. Eine wichtige Sache habe ich auch noch vergessen. Hier kannst du verschiedene Handel betreiben. Du kannst die Dinge, die du dabei hast, mit den Leuten hier eintauschen. Das klingt wieder kompliziert. Mit welchen Gegenständen
der Handel möglich ist, frag am besten die Untergebenen selbst. Sprich sie einfach drauf an. Nur nicht zu schüchtern sein. Okay, verstanden, gut. Okay, also schau wieder bei uns rein. Dafür gab's irgendeine Trophy. Und das hier hinten sind dann meine potenziellen Handelspartner, oder wie? Aber so richtig ansprechen kann ich die nicht. Ah, ich muss beim ersten anfangen. Ah, du bist Saito, richtig? William meinte, ich könnte ja nützliche Dinge von dir erhalten. Gleich zur Sache kommen. Ja, er hat uns von dir erzählt. Wir müssten alle dies und das haben, das dir nützlich sein könnte. Aber das ist hier nicht eine einfache Auswahl. Du musst uns schon etwas als Gegenleistung anbieten. Und was genau das wäre, musst du jeden von uns selber fragen. Aber jeder von uns will was anderes. Das, was ich will, wäre folgendes. Okay, er möchte eine Schriftrolle der Offenbarung oder so. Nee, das hat er. Er tauscht sie gegen 5 aus Holz geschnitzte Bären ein. Also ich kann bei ihm eine Schriftrolle der Offenbarung Wind bekommen. Aha, und bei ihm? Für ein Verzeichnis über den Inaka-Stil, was auch immer das ist, möchte er haben 10 Aitama. Das sind so Indigo-gefärbte Steine wahrscheinlich. Habe ich alles nicht? Kann ich das trotzdem eintauschen? Nee, habe ich nicht. Keine Ahnung, ob sich das jetzt lohnt, dass ich mich da ewig auf die Suche mache, um hier herumzutauschen. Ich schaue lieber nach, ob ich bei William noch was lernen kann. Und dann hat das alles etwas zu lange gedauert, dass ich heute wahrscheinlich nicht mehr zur Brücke gehen werde. Er möchte mir jetzt noch gern was über die Benutzung von Spezialmunition erzählen. Spezialmunition? Die habe ich schon eingesetzt. Was, echt? Ich bin mir sicher, dass du noch nicht alles darüber weißt. Komm, tritt nochmal gegen meine Helfer an und benutze diese Munition hier. Dann habe ich verstärkte Patronen erhalten. Außerdem Blendpatronen und Blitzpatronen, Säurepatronen und Giftpatronen. Die ganzen unterschiedlichen Schadenstypen erinnern mich jetzt an ein typisches japanisches Rollenspiel. Dann soll ich anfangen mit der verstärkten Munition. Achso, ich muss sie wahrscheinlich ausrüsten. Und dann geht's los. Das mache ich hier. Die verstärkte ist die ganz links. Gut. Yes. Okay, ich habe sie hervorragend gut ausgerüstet und darf mich jetzt wieder dem nächsten Challenge stellen. Ready, go. Die machen dann wahrscheinlich einfach mehr Schaden. Hier nochmal ein Hinweis dazu. Einfach mit Dreieck, wie gehabt. Ja, zumindest bringt das den Gegner zu Fall. Ziemlich praktisch. Ah, jetzt muss ich andere ausrüsten. Nehme ich einfach mal die nächste. Das wäre dann die Blitzmunition. Das hat irgendwie nicht geklappt. Was war jetzt falsch? Achso, ich soll die Blendmunition ausrüsten. Das war eben nicht die richtige. Wo ist sie denn? Ah, hier. Das macht die Gegner benommen. Als nächstes soll ich jetzt die Elektromunition ausrüsten. Den Blitz. Blitz und Blend ist ein bisschen ähnlich. Das ist die. Ja. Tut das, was man von ihr erwartet. Jetzt soll ich die Säuremunition nehmen. Das klingt ziemlich böse. Das ist das hier. Jetzt steh schon auf, du armer Unterling. Aber die wollen ja nur ihrem Chef helfen, daher ist das in Ordnung. Jetzt noch die Giftmunition. Und dann haben wir, glaube ich, alle Typen durchprobiert. Wenn ich nichts vergessen habe. Ja, das war's. Good. Gut, du lernst schnell. Wenn du also Spezialpatronen benutzt, kannst du es auf diese Weise tun und effektiv kämpfen.
Es hat sich wieder eins dieser Sperrsiegel geöffnet. Das heißt, ich muss es wahrscheinlich erst freischalten, dass ich die überhaupt einsetzen kann. Okay. Habe ich bis jetzt wirklich noch nicht so vielschichtig eingesetzt, dass das so einen Unterschied macht? Spezialmunition kannst du übrigens in der Schmiede kaufen. Probier die unterschiedlichen Typen einfach mal durch. Als nächstes möchte ich dir etwas Praxisorientierteres zeigen. Wenn du Lust drauf hast, dann sprich mich einfach an. Okay. Aber fürs Erste habe ich jetzt genug. Ich mache jetzt gleich erstmal eine kleine Pause. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter in Richtung Brücke. Mal sehen, ob die hier noch was anderes zu tauschen haben. Er hat seltenen Stoff und möchte dafür irhendwelche Steine wieder haben. 10 Stück, die ich natürlich auch nicht dabei habe, oder? Nee. Toll. Ich muss vielleicht einfach mal ins Guide gucken oder mir kann jemand Bescheid sagen, ob sich das lohnt mit den ganzen Tauschgeschäften, weil wenn sich das nicht wirklich lohnt, wenn es da nicht irgendwas Tolles Storymäßiges für gibt, wenn es nur irgendein Item dafür gibt, dann werde ich das auf gar keinen Fall machen. Denn ich möchte jetzt nicht unbedingt jedes letzte Item hier erhalten. Das kann ich mal kurz wegmachen eigentlich. Das kann erstmal bleiben. Sondern ich möchte vor allen Dingen inhaltlich viel von dem sehen, was das Spiel so bietet. Hier ist noch ein Tier, eine Katze. Hoi. Was ist mit dir? Bist du in Ordnung? Die hungrige Katze, Substory 29. Es sieht aus, als wäre sie äußerst hungrig. Jetzt kann ich ihr einen Fisch geben. Das kann ich natürlich tun. Ich habe zum Beispiel 2 von den Nishiki-Karpfen, auch wenn die relativ wertvoll sind. Was meinst du? Uah, ein schönes Fressgeräusch, das überhaupt nicht so klingt, wie eine Katze normalerweise frisst. Ja, sie ist jetzt wieder ein bisschen mehr bei Kraft. Und schnurrt. Das Spiel ist vor allen Dingen berühmt für seine naturalistischen Tiergeräusche, glaube ich. Dann werde ich sie noch ein paar Mal füttern müssen. Vielleicht kann sie dann ja bei meinem kleinen Hof Unterschlupf finden. Okay, aber ich kann jetzt hier erstmal speichern, direkt gegenüber von der Mukurogai. Und dann geht's hier das nächste Mal weiter. Ich versuche dann, dieses Parfum aufzutreiben und dann Odio zurückzubringen. Oder zumindest sie zu konfrontieren und mal mit ihr zu sprechen. Was ihr dann auf dem Herzen liegt, vielleicht können wir uns ja vertragen. An das also beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Ryuga Gotoku Ishin. Macht's gut bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen.